Wer zum Jahresende durchs TV-Programm zappt und auf einem Sportkanal hängen bleibt, der wird unweigerlich fliegender Dartspfeile gewahr. Alljährlich wird im Dezember die Darts-WM des Profiverbandes PDC zelebriert. Zwar wird das Teilnehmerfeld seit jeher von männlichen Darts-Profis dominiert, doch auch die Damenwelt hat im Pfeilesport das eine oder andere Wörtchen mitzureden. Seit der Darts-WM 2020 ist beispielsweise Fallon Sherrock in den Darts-Olymp aufgestiegen und hat als Queen of the Palace eine riesige Fangemeinde dazu gewonnen. Auch ein Name wie Lisa Ashton, die Rose von Lancashire genannt, lässt Darts-Fans ehrfürchtig werden. Und dann wäre da ja noch Dieter Hedman, die im Damendarts besonderes Ansehen genießt. Die gebürtige Jamaikanerin gehört zu den Top-Athletinnen der Darts-Welt und mischt auch bei der Darts-Weltmeisterschaft 2021 im Londoner Ali Pally mit. Nach dem Ausscheiden von Lisa Ashton, The Lancashire Rose musste sich in der ersten Runde der WM ihrem Gegner Adam Hunt geschlagen geben, ruhen die Hoffnungen der Darts-Damen nun auf Dieter Hedman. Die Darts-Legende hat laut Spielplan ihr Erstrundenmatch am 19. Dezember 2020 gegen Andy Bolton und der darf sich auf eine Gegnerin nicht zu unterschätzenden Kalibers freuen. Sie wird nämlich in Darts-Kreisen nicht ohne Grund The Dark Destroyer genannt. Die im November 1959 in Kingston auf Jamaika geborene Hedman hatte jahrelang den Spitzenplatz in der Damen-Weltrangliste des Verbandes BDO inne, fegt ihre Gegner bei Darts-Turnieren regelmäßig hinfort und darf sich nun bei der Darts-WM 2021 mit der internationalen Elite messen. Eingerostet ist Dieter Hedman keinesfalls, auch wenn sie erst 2009 nach 12-jähriger Pause wieder in den Darts-Zirkus einstieg. Das Comeback hätte glänzender nicht laufen können. Dieter Hedman kämpfte sich 2010 und 2011 bis ins Halbfinale der World Professional Darts Championship vor. Im Finale von 2021 trug die Jamaikanerin den Sieg gegen ihre Konkurrentin Anastasia Dobromyslova hinfort. Doch was macht Dieter Hedman eigentlich privat, wenn sie nicht gerade ihre Gegenspieler am Ohr in die Knie zwingt? Da lässt es die Jamaikanerin, die heute in Witham in der englischen Grafschaft Essex lebt, vermutlich ruhig angehen und genießt die Zeit mit ihrem Ehemann. Der sportliche Ehrgeiz liegt bei Dieter Hedman übrigens in der Familie. Ihr Bruder Rudi Hedman spielte seinerzeit als Profifußballer für Teams wie Crystal Palace oder Colchester United in der englischen Liga. Außerdem teilt Dieter Hedman die Leidenschaft für Darts mit ihrem Bruder Al Hedman, der 1995 BDO-Weltmeister wurde. Die nächste Hedman-Generation schickt sich bereits an, die Sportwelt abermals zu erobern. Dieter Hedmans Neffe Graham ist erfolgreicher Läufer im 400-Meter-Sprint.